So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ich hole mir jetzt hier noch den Erste-Hilfe-Kasten, der eigentlich hier im Diner sein sollte, wenn der überhaupt... Das ist hier, dann fahren wir da oben hin, dann machen wir Step by Step mehr Schaden. Oh. Oh, das Ding ist zu. Jetzt nicht mehr. Lade ist wieder geöffnet. Morgen, Ihre Bestellung. Morgen, Ihre Bestellung. Schade. So. Ich krieg das Ding nicht. Der zeigt mir den an, der sich verkasst und sagt mir, nö, ist nicht. Okay, dann war es das. Gut, dann tun wir es jetzt. Es war keine Absicht. Ja, war Absicht. Ich wollte mich das Auto jetzt holen. Gut. Dann existiert dann noch nicht. Aber wir haben ja wieder drei Stück. Also sieht wieder ein bisschen besser aus. So, wir fahren hin zur Tadan Union, so in dem nächsten Gebiet. Da wollen wir ja natürlich den nächsten holen. Vorräte der Southern Union zerstören, das ist unsere nächste Aufgabe. Und da können wir im Idealfall sehr viel Schaden machen. Ich hoffe, das war richtig Schaden, waren so 20.000 oder so. Das wäre natürlich schon mal sehr nice. Wie gesagt, wir haben noch 57.000, die wir haben. Wir haben mittlerweile alle, ja, Onkels, wie auch immer, erledigt. Also sollte das nicht mehr das Problem sein. Warte mal, ich will hier rein. Das Gute ist, wir haben ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Boah, Alter, das ist schwierig hier zu fahren, gerade mit der Karre. Hast du schon mal eine Knarre gesehen, Baby? Willst du meine sehen? Aber wir glauben, Gott hatte einen Grund, die Rassen zu trennen. Und dass wir als gute Christen diese Trennung respektieren müssen. Nein, aber im Ernst. Komm mal raus am Wochenende. Von ihrem Mann mit dem So, ich bin in Frisco und hab ein paar Ziele im Visier. Alles klar, wir kommen gleich rüber. In Deckung, jetzt! Rassen, auch wenn sie... Was passiert hier? Das sieht nicht gut aus. So, den Rest ist egal. Lass mich nicht so sterben. Bis zum nächsten Mal. No, ich brauche bestimmt auch einen Himmel. So, und mal die Dings mit. Wo ist denn hier? Wo sind die Vorräte? Ah, die hab ich doch. Oh, Katze ist ja jetzt mal gut. Wo waren die Vorräte? Hier. Krieg ich die so. Dann zünden wir sie einfach mal an. Am Anfang dachte ich mir, die Southern Union ist eine Bank, aber das ist eine Sekte. Das war's. Dann war das auch. 3000 nur. Das dauert eine ganze Weile, bis wir das Ding hier mal irgendwann. So, bis wir das Ding hier mal irgendwann alles klein bekommen. Wir haben so viel gar nicht mehr verloren. Nächster Teil. Oh, jetzt könnte sein, dass die großen. So. Dann machen wir das Ding noch viel kleiner. Wir müssen halt durcharbeiten jetzt. Naja, das kriegen wir schon irgendwie auf. Irgendwie müssen wir es hinkriegen. Oder werden wir es hinkriegen, sagen wir es mal so. Sorry.
Tut mir leid, ich muss hier vorbei. Ich hab's wichtig, ich muss hier ein paar Sekten zerlegen. Wie sind wir diesen Sekten? Das erinnert mich gerade so ein bisschen alles an Far Cry 5. Was er ja auch immer im Kanal findet. Übrigens demnächst startet auch der Nachfolger endlich dann in die vollen, in den vollen Lauf. Aber ich warte eigentlich tatsächlich. Eigentlich wollte ich jetzt tatsächlich jetzt hier Mafia aufnehmen. Eigentlich wollte Far Cry anfangen. Aber da hat sich der Kollege, mit dem ich das eigentlich jetzt zusammen machen wollte, das wird also wieder ein Koop-Let's Play werden. Leider nicht bisher gemeldet. Was ich ein bisschen schade finde. Genau, es war mir klar. Wir fahren in den scheiß Begrenzungsfall. Ah ne, oh Gott, ja, er füllt sich wieder selber auf. Oh Gott, das heißt, ich muss keine Dings holen. Also, den keine, keine Adrenalin einsetzen. Aber warum wirfst du dich eigentlich auf den Boden? Ich glaube, es sind eh nur zwei Gebiete, ne? Also wir haben noch ein bisschen Zeit heute, wie wir noch ein bisschen. Ich versuche jetzt die Folge zwischen 15 und 20 Minuten zu setzen. Wir haben so 18 Minuten. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Es passiert manchmal, dass du auch 10 Minuten Folgen drin hast. Das ist dann einfach mal so. Ah, die Pisse haben noch einen Kopf dabei. Die haben noch einen Kopf dabei. Entspann dich doch mal, Baby. Ganz ruhig. Schließlich bin ich es, die den ganzen Tag angestarrt wird von den Frauen hier. Meine Kleider, meine Haare, unser Haus. Die denken, ich höre sie nicht. Hör zu, Baby. Schatz. Unser Geld ist genauso gut wie das von denen. Und vergiss niemals, wie gut du selbst an deinem allerschlechtesten Tag noch doppelt so gut bist wie diese aufgeblasenen Schnepfen. Ich weiß, der Stadtrat will es als reines Wohngebiet ausweisen. Alles gut. Man sollte meinen, die Kennedys hätten ihre Lektionen. Ach, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir fahren erstmal den Fahndungslevel. Schließlich bin ich es, die den ganzen Tag angestarrt. Leider meine Haare und mein Haus. Die denken, ich höre. Der Tag, an dem unser Geld ist genauso gut. Nee. Und vergiss niemals. Ich werde verstärkt. Achtung, es gab ein Tötungsdelikt. Maßliche Täter wurde als männlicher Schwarzer beschrieben. Alle verfügbaren Einheiten bitte bestätigen. An alle Einheiten im Warnungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigen verloren. Irgendwie. Hat das irgendwas mit diesem Pizzo? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Das hat ja mal irgendwas mit diesem Pizzaofen zu tun. Okay, dann machen wir das mal kurz fertig hier. $1000, ja.
krass, ey. Und diese Sicherung nehmen wir kurz mit. Ach, Snipers-Pistole. Die muss ich auch noch machen. Das müssen wir einkaufen. So, die Waffe brauchen wir nicht. Ah, und weil wir die Vorräte zerstört haben, hat sich das jetzt auch erledigt. Wunderbar. Okay. Dann haben wir den nächsten Teil noch. Der da unten wäre. So, hier ist ein kleiner Verkehrsstau. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht einfach rumfahren würden. So, wir müssen noch eine Versammlung machen. Ja, wir haben immer noch 50.000, ne? Das war mir so klar. Haben wir jemanden, der die Bullen in Frisco Fields zurückpfeifen kann? Verstehe. Was haben wir denn hier noch? Hört das noch was? Ich habe noch nicht mal was gemacht. Der wirft sich bei mir vorne auf die Straße und. Ja, wir quatschen mal mit den Heinis da. Was brauchen Sie? Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Moreau ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich gehe da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. So, wir haben ein neues Ziel auf unserer Karte. Ja, das ist der Supermarkt, das ist mir schon klar. Aber wir haben vorher noch ein Ziel, und zwar das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollten, nämlich uns die nächste und letzte Versammlung der Thousand Union holen. Aber die wird wohl kaum 50.000 jetzt anhören. Mal gucken, was wir. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen, wenn wir den Supermarkt schon down haben. Dann irgendwann. Ich glaube nicht, dass der uns bringt. Der wird es wahrscheinlich jetzt hier ein paar Tausend bringen. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Supermarkt schon 40.000 bringt. Aber es kann natürlich auch sein. Aber, naja, schauen wir mal. Ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren. Ich muss jetzt mal das Auto hier hin. Ich will mir das mal ein bisschen genauer angucken. Wo steckst du so? Ach, ist so weit, leck mich doch. Tief. Ich kann die gar nicht setzen? Ich kann die gar nicht setzen, weil die. Ist die irgendwo aktiv? Wo ist die denn da? Irgendwo sind die nämlich unterwegs. Ich weiß noch nicht wo. Ich sag mal bitte nicht, dass die da oben in dem Kummel in der Pampa noch rumhängen. Ich hab noch eine andere. Ah, das ist genau, das ist der Superbank. Supermarkt, ja. Aber ich weiß nicht, wo der. Was ist denn der letzte? Da muss ich es halt alleine machen. Guck.
jemand da... Was liegt an? Das war der letzte. Gott, bitte. Lass mich nicht so sterben. Oh, das Ding geht auch in Flammen auf. Hier geht's auch alles in Flammen auf. Ich brauche gar keine Munition zu. Sonst ich zünde die Dinger einfach so an. Na, das Geld, was wir jetzt gerade einsammeln, das zählt. So. Und jetzt kann man zu den Supermarkt schleichen. Teil ist der Supermarkt, wie gesagt. Weil alles andere haben wir ja. Aber das würde ich mal auch erst in die nächste Folge packen, alles. Oder? Ach doch, das ist ein guter Plan. Ich denke, ich weiß nicht, wie viel da passiert und was da passiert und alles. Wir haben immer noch eine Schadenssumme von 43.000. Ich weiß es nicht, was passiert, wenn wir tatsächlich nicht diese Schadenssumme kriegen würden. Jetzt mit dem Überfall. Komm, wir können ja da runterfahren. Wir können ja da wieder hochfahren, denke ich. Oh, entscheide dich. Vorne kommen wir gar nicht weiter, wir müssen also hier durch. Wir warten schon wieder auf den Feind auf uns, aber wie gesagt, wir müssen schön vorsichtig sein. Ich setze mich mal hier hin. Wer weiß, was hier noch so rumläuft. So, eine Menge an Feinden. Na gut, das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge, ne? Bis dahin, tschüss.